Ist definitiv so ein bisschen Ursula von Ariel. Was meinst du? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Maxim Giacomo, ich drehe Beauty-YouTube-Videos und ich bin heute hier bei dem Schön-für-mich-Kanal. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, aus RDL Young ist Rival Loves Me geworden und die haben einen Instagram-Filter, mit dem ich heute so eine kleine Make-up-Challenge machen möchte. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Und falls ihr den Filter jetzt auch einmal ausprobieren wollt, dann schaut doch einfach bei den Instagram-Filtereffekten nach Rival Loves Me. Dort solltet ihr ihn auch gleich finden, denn ich möchte eine kleine Make-up-Challenge heute machen mit dem Filter, der mir kreative Ideen gibt, wie ich Produkte abwandeln kann und ganz nach dem Motto What I Like. Was mir persönlich ganz wichtig ist, das Ganze passiert natürlich auf eigene Gefahr und achtet so ein bisschen auf die grundlegenden Hygieneregeln, dass ihr vielleicht nicht den Lippenstift, den ihr am Mund schon benutzt habt, auch direkt an eurem Auge benutzt. Ich habe hier eine wundervolle Theke von Rival Loves Me mit einer Vielzahl von Produkten und ich habe auch Chrissy mit dabei. Hallo Chrissy. Hi. Chrissy ist nämlich Produktmanagerin bei Rival Loves Me, wird mir so ein bisschen helfen und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Und wir schauen mal, was der Filter mir jetzt vorschlägt. Augen mit Settingpuder. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich habe hier einmal das Marshmallow-Puder. Das ist ein ganz, ganz feines Puder. Und wir benutzen das jetzt einfach mal an unseren Augen, würde ich mal schauen. Ich nehme einfach so einen kleinen Lidschattenpinsel und sette damit ein bisschen mein Augenlid. Es riecht sehr, sehr gut. Ist eine schöne Grundlage für Lidschatten und durch die Puderpigmente verblenden sich die Lidschatten, die wir dann hoffentlich im Anschluss benutzen, auch noch ein bisschen weicher. Okay, erster Schritt wäre, glaube ich, fertig. Okay, schauen wir mal, was Schritt 2 ist. Ich starte den Filter einfach nochmal. Wir haben die Wangen und einen Bronzer. Das passt ziemlich gut, oder? Da habe ich hier einmal den Tropical Bronzer. Und das Schöne bei dem Bronzer ist, hier ist schon ein Pinsel mit dabei. Den benutze ich total gerne, weil ihr damit sehr, sehr präzise an eurer Wange rankommen könnt. Und das machen wir jetzt auch, so wie der Filter das gesagt hat. Ich nehme einfach so ein bisschen Produkt auf, klopfe das einmal ab und setze mir das direkt hier an die Kontur und verblende das dann einfach nach oben, um so eine leichte Kontur zu haben. Den könnt ihr auch perfekt als Lidschatten benutzen. Da haben wir aber schon ein anderes Produkt benutzt. Wenn ihr ein bisschen großflächiger arbeiten wollt, dann nehmt einfach einen Puderpinsel, geht in den Bronzer rein, klopft immer so ein bisschen ab und dann verblendet ihr einfach alles über euer komplettes Gesicht. Sieht immer super schön nach Sommer aus, wenn ihr euch das Ganze auch so ein bisschen auf die Nase gebt und über euer Augenlid. Chrissy, was ist eigentlich dein Lieblingsprodukt, während ich hier noch ein bisschen verblende und aufbaue? Ich schwöre ja total auf die Stay Forever Lip Glosse von uns. Die liebe ich über alles. Deswegen, die haben wir auch damals von RDL Young da schon eingeführt und jetzt mit rübergenommen. Das ist mein absolutes Favorite. Cool. Ich stehe total auf dem Bronzer. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, weil auch der so wunderschön riecht. Und der lässt sich perfekt verblenden. Und er ist nicht zu dunkel, er ist nicht zu orange. Er hat einfach die perfekte Farbe. Und mit dem integrierten Pinsel könnt ihr dann auch direkt unter euren Wangenknochen gehen. Wir haben vor allem da ja auch noch eine zweite Farbe, falls er zu dunkel sein sollte. Ich habe jetzt den helleren genommen. Es gibt den natürlich auch noch in einer etwas dunkleren Farbe. Ich gehe beim Bronzer immer ein Stückchen heller persönlich, aber das kommt natürlich auch auf euren Hautton drauf an. Okay, bis jetzt ging das Ganze ja noch ziemlich gut. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Okay, flüssige Highlighter auf dem Auge, das kriegen wir hin. Ich habe hier einmal die Illuminating Drops. Die kann man sich perfekt in die Foundation mischen. Haben wir jetzt noch nicht. Die kann man sich perfekt auf die Wangenknochen geben. Einfach so ganz leicht auftupfen. Ich gebe mir die heute aber mal auf mein Auge. Und gebe mir einfach so ein kleines bisschen auf meinen Handrücken. Und nehme mir einen Lidschattenpinsel und gebe mir das auf mein komplettes bewegliches Lid. Das ist eigentlich ein super schöner Look. Den könnte man auch außerhalb einer Challenge tragen, würde ich fast sagen. Das Schöne bei den Tropfen ist, ihr braucht keine Angst haben, dass sie dann irgendwie noch flüssig bleiben, sondern die werden ganz leicht trocken, sodass sie nicht komplett über euer ganzes Gesicht schmieren. Also sehr, sehr schöner Lidschattenersatz. Und ich glaube, jetzt könnt ihr schon auf meinem Auge sehen, dass ich so eine ganz kleine Reflexion habe.
Wenn der Filter es mir jetzt erlaubt hätte, hätte ich mir die tatsächlich einfach hier auf die Wangenknochen so ein bisschen getupft. Und wenn dann die Sonne rauf scheint, Freunde, einen besseren Highlighter. Flüssig gibt's nicht. Wir haben die Lippen und wir haben ein Baked Highlighter auf den Lippen. Hast du schon mal Baked Highlighter auf den Lippen getragen? Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Was war denn bisher so deine krasseste Produktabwandlung im Thema Make-up? Das ist ganz spannend. Also ich wechsle doch schon sehr, sehr gerne die Produkte aus, so ein bisschen. Ich trage mir nebenbei schon mal ein bisschen Highlighter auf die Lippen. Ich benutze dazu am liebsten meine Finger. Also, was ich gerne mache, ist tatsächlich Lidschatten auf die Lippen zu tupfen, wenn ich so ein bisschen Pflege schon drunter habe. Weil dann kriegst du ein ganz, ganz spannendes Pigment auf den Lippen. Und dann am Ende mit einem Gloss rüber. Ist ein Look, oder? Meinst du, ich darf mir ein Gloss rübergeben? Ich denke, das können wir jetzt heute ausnahmsweise ja, machen. Weil ich finde, dann könnte das ein richtig spannender Look werden zum Ende hin. Ich nehme jetzt eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Das gab es schon auch vor der Sortimentsumstellung in der Theke. Ich war sehr, sehr froh, dass das Produkt weiter im Sortiment geblieben ist. Das ist der Rival Loves Me, das Vitamin Oil. Da sind ganz, ganz kleine Blumen drin. Und oben ist so ein Rollkopf drauf und den gebe ich mir einfach so ein bisschen rüber. Ihr könnt ihn auch auf eurem Handrücken erstmal so ein bisschen aus der Kugel holen. Das ist natürlich jetzt ein neues Produkt. Und dann auch auf eure Lippen tupfen. Ich mache den gerne abends auf meine Lippen. Einfach, weil der so ein bisschen die Lippen mit Feuchtigkeit versorgt. Jetzt hier drüber, so ein bisschen in Kombination mit dem Highlighter. Sieht aus wie ein Metallic Liquid Lipstick. Okay, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Oh! Wir haben Candy Pastels auf den Augen. Das ist eine Lidschattenpalette. Und Lidschattenpalette auf den Augen, das ist ehrlich gesagt mein Favorite. In der Palette sind 18 verschiedene Pastellfarben drin. Und in welche Richtung gehen wir? Wir haben ja schon einen sehr spannenden Look auf den Lippen. Deswegen würde ich jetzt fast einfach mit einem fluffigen Pinsel in die Farbe Panda gehen und mir die so ein bisschen auf meinen Inneres und äußeres Auge geben und dann nach oben hin ausblenden. Könnt ihr sehen, wie stark diese Farbe pigmentiert ist? Ich gehe ja nur ganz leicht mit meinem Pinsel rein und ihr bekommt sofort Farbe auf euer Auge. Ich probiere jetzt natürlich den Highlighter, den wir uns vorhin schon auf unser Auge gegeben haben, dass man den am Ende auch noch sieht. Aber ich blende jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen aus. Sag mal, Chrissy, was trägst du lieber auf den Augen? Blau oder eher so ein bisschen in die Warmtone-Richtung? Ja, ich glaube, blau habe ich echt, seitdem ich 14 bin, nicht mehr drauf gehabt. Nee, ich bin da eher so ein bisschen klassisch schlichter unterwegs. Braun meistens. Gibt's in der Palette selbstverständlich auch. Es ist natürlich nicht nur blau mit dabei, sondern ihr habt auch sehr, sehr zarte Pastelltöne, sagt der Name der Palette ja auch schon, mit der ihr einfach sehr, sehr alltagstauglich und sehr zarte Looks schminken könnt. Ich habe natürlich jetzt auch gleich blau gegriffen, um euch die intensive Farbe der Palette zu zeigen. Ich blende mir das Ganze jetzt einfach immer noch so ein bisschen weiter aus. Ich achte natürlich darauf, dass ich unseren flüssigen Highlighter auf meinem Lid nicht verdecke. Na, wir haben ja jetzt 6 Lidschattenpaletten. Ja. Die kennst du ja auch so ein bisschen. Hast du einen Favoriten von uns? Die Jungle Fever Palette. Ja, die Jungle Fever Palette. Da sind genau meine Farben drin. Die sind super vielseitig. Wir haben ein bisschen was Warmes, wir haben ein bisschen Grün, wir haben ein bisschen Braun mit drin. Das ist so die perfekte Alltagspalette, finde ich. Ich glaube, ich gebe mir noch ein bisschen was auf mein Lid. Meinst du, ich kann mir noch ein bisschen was aufs Lid geben? Ja, da geht noch was. Ja, da gehe ich in der Palette, bleibe ich gleich in der Reihe. Ihr seht, die Farben sind auch schon so in der Palette angeordnet, dass ihr da perfekt Looks mit draus machen könnt. Ich nehme jetzt einfach meinen Finger und gehe in die Farbe Hummingbird und tupfe mir das so ein bisschen. Okay. Auf mein bewegliches Lid. Und ihr seht schon, dass das gleich viel, viel intensiver. Ist ein Look, Freunde, ist ein Look. Ich hätte mir zu einem blauen Lidschatten, hätte ich mir vielleicht eher eine neutralere Lippe gewünscht. Vielleicht einfach einen klaren Gloss oder einen Liquid Lipstick in Nude-Farben. Ich nehme jetzt aber noch mal einen flachen Pinsel und gehe ein bisschen in die Farbe Panda rein und gebe mir das an meinen unteren Wimpernkranz.
Ich blende das Ganze mit demselben Pinsel wie vorher aus, gehe aber in die Farbe Bluebell. Die ist ein bisschen heller und damit kann ich dann hier oben etwas näher an meine Braue gehen. Und dann kriegt ihr einen richtig schönen weichen Übergang hin. Blaue Lidschatten sind super, super schwierig zu machen. Und wir haben, das könnte ganz spannend werden, wir haben ein Duo. Ich glaube, das ist das Produkt, was hier unten ist. Okay, wir haben als nächstes den Stay Forever Lip Gloss. Der hält 24 Stunden. Ich habe mich jetzt für die Farbe Foxy Red entschieden, beziehungsweise der Filter hat sich dafür entschieden. Sind wir mal mutig und probieren damit mal die Augenbrauen zu machen? Ich trage mir jetzt einfach auf. Ich trage ganz gerne Liquid Lipsticks auf den Augenbrauen. Ich mische mir das Ganze dann so ein bisschen mit Concealer und Puder. Und dann habe ich so ein bisschen eine trockenere Textur. Das passt zu sehr artistischen Looks. Ich glaube, wir haben heute einen sehr artistischen Look. Deswegen könnte das ganz spannend werden. Glossen wir uns die Augenbrauen heute? Glossy Eyebrows oder Glossy Eyelids? Glossy Eyelids, also so ein bisschen Gloss auf dem Augenlid, sieht wunderschön aus. Wunderbar. Ist definitiv so ein bisschen Ursula von Ariel. Was meinst du? Ja, hat Ähnlichkeit. Ja, ne? So blau und Schimmer. Oh, okay. Ein Eyeliner auf den Augen. Das ist definitiv das Richtige. Ich glaube, so ein Eyeliner öffnet das ganze Auge noch ein bisschen besonders. Was sagt ihr zu dem Look? Ihr könnt es gerne mal einmal in die Kommentare schreiben. Aufregend. Aufregend. Ja, und ich glaube, das ist mein fertiger Look. Es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Ist definitiv spannend geworden. Ich bin jetzt aber gespannt, wie eure Looks werden. Ihr könnt die gerne bei Instagram hochladen unter dem Hashtag RivalLovesMe. Ansonsten, falls ihr Looks sehen wollt, die anders aussehen, könnt ihr gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen, Maxim Giacomo. Ich würde mich jetzt verabschieden. Chrissy, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und du mir ein bisschen geholfen hast. Ich bin gespannt auf eure Fotos. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin richtig gespannt, wie eure Looks aussehen. Ihr könnt natürlich Filter benutzen und Fotos hochladen.